Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Ist ja, wir müssen bei so noch mal gucken, bei uns Mitarbeitern, das, worin die da, also diese, wie heißt das? Na, was sie halt skillen sollen. Ja, das dauert aber hier. Hei, hei, hei. So. Mitarbeiter des Monats. Da. Na. Sieht ja alles schon mal gar nicht mehr so schlecht aus hier. Hä? Also. Die ist ja schon sehr extrem gut. Holy shit. Ja, du kannst Fernfahrer machen. Du kannst auch Fernfahrer machen. Ah, die können das mal ausgeglichen bleiben. Genau. Okay, okay. Bäh. Zeig mir bloß kein Bild von Regen, Alter. Zeit zu gehen. Oder? Freie Bahn mit Marzipan. Oh, schöne Sandgeräusche, Alter. Geil, geil, geil. Oh. Jetzt aber erstmal die richtigen Rückgeräusche einschalten. Oh, eine schöne Brücke. Oh ja. Richtig gute alte Brücke. Digga, wie riesig diese Windräder sind.
Level up ping. Ja, ich sollte die abbiegen wollen.
links halten. Geradeaus. Schon wieder so ein abruptes Liedende hier. Digga, diese Radkappen, Schraubkappen. Sieht schon echt auffällig.
Verdammt, ich dachte gerade, das Schild hier, der Gegenverkehr. Hätte ich das doch überholen können. Verdammt. Die Straße sieht so schön frei aus. Ich hoffe nur noch von der Knöpfe keiner abbiegen. Ah, sieht gut aus. Jetzt habe ich quasi gerade den Kreisverkehr überholt. Was haben wir da? 3, also 16, 17 Uhr. So. Eher 17 Uhr. So. Okay.
Und die ganze Zeit zu fahren wäre auch ganz schön interessant. Vor allem diese optische Illusion, dass man so schneller fährt als so. Weil sich das Bild langsamer am Auge vorbei bewegt quasi. Vielleicht mal mehr auf die Straße achten? Wobei das nur für Längsbewegungen gilt, ne? Also je weiter du in die Szene reinzoomst, desto langsamer werden quasi Längsbewegungen, aber desto schneller werden Querbewegungen. Das heißt, wenn du quasi irgendwo auf dem Feld stehst und weit im Hintergrund am Horizont irgendwo eine Baumreihe hast und du dich da einfach rumdrehst, dann sieht es halt, ich sag jetzt mal, normal aus. Wenn du aber mit dem Fernglas dann ganz weit reinzoomst und dich dann rumdrehst, dann ja, sieht es halt extrem schnell aus, weil du halt eine starke Vergrößerung hast, ne? Und ja, bei Längsbewegung ist es genau andersrum. Je weiter du reinzoomst, desto langsamer sieht es aus. Naja, optische Illusionen. Wobei es ja keine Illusion ist, sondern einfach eine Folge der Grundlehren der Perspektive. Ja. Weil ich meine, das, was sich jetzt hier so am schnellsten bewegt, sind ja die Ränder. So, und die werden halt, wenn du reinzoomst, halt abgeschnitten. Und je mehr du quasi in die Mitte von dem Bild jetzt gehst, desto langsamer sind die Veränderungen. Ne? Wenn du zum Beispiel hinten auf den Zaun rauf guckst, der verändert sich quasi gar nicht. Und wenn du denn so weit reinzoomst, dass du halt nur noch diesen Zaun siehst, ja, dann hast du auch kaum noch Veränderungen. Ergo sieht es halt aus, als wenn du extrem langsam fährst. Das ist, ja. Dann soll es auch mit der Folge an der Stelle auch gewesen sein. Gerade wo der Drop kommen wollte. Ja, und dann sehen wir uns denn dann später denn dann wieder. Bis dann.